Hallo und herzlich willkommen hier live und in Farbe in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Some Like It Hot. Wir machen Hähnchen scharf-sauer. Nicht zu verwechseln mit Hähnchen süß-sauer, scharf-sauer, deswegen hot, also englisch scharf. Allerdings machen wir es in zwei Varianten. Einmal in der regulären Fleischvariante und dazu aber auch in der vegetarischen Tofu-Variante. Und wie das funktioniert, das verrate ich euch jetzt. Für unser Hähnchen oder eben Tofu süß-sauer brauchen wir einiges an Zutaten. Zum einen haben wir 250 Gramm Hühnerbrustfilets. Ich habe jetzt geteilt, wie gesagt, wir haben einmal ja hier die Tofu-Variante und die Hähnchenbrust-Variante. Das heißt, ich habe einmal 250 Gramm Hühnerbrustfilets in Würfel geschnitten und einmal eben auch den Tofu 250 Gramm in Würfel geschnitten. Das Ganze haben wir, wie ihr sehen könnt, schon mariniert. Und zwar mit einem walnussgroßen Stück Ingwer, einer chinesischen Knoblauchknolle. Man kann auch drei normale Knoblauchzehen nehmen. Die werden fein gehackt und dazugegeben. Dann zwei Esslöffel dunkle Sojasauce und zwei Esslöffel süße Sojasauce. Die sogenannte Ketchup Manis heißt das. Ja, kennt man auch, Ketchup. Daher kommt der Ketchup. Ein Esslöffel Speisenstärke kommt noch dazu. Ein Teelöffel 5 Gewürzpulver, das ist diese chinesische Gewürzmischung. Das Ganze wird zum Fleisch bzw. dem Tofu dazugegeben, mariniert, also gemischt, und dann lässt man das so eine Stunde, zwei ziehen. Des Weiteren haben wir hier noch zwei rote Spitzpaprika liegen, 5 kleine Karotten, die haben wir so in Scheiben geschnitten, die Spitzpaprika, wie ihr sehen könnt, auch in Stücke. Dann haben wir Basmati-Reis, 250 Gramm. Wir haben 20 Gramm Speisenstärke, wir haben braunen Zucker, wir haben eine Dose Ananas, wir haben den Saft der Dose Ananas, wir haben Salz, wir haben Pfeffer. Hier haben wir nochmal diese süße Sojasauce, dann Balsamico, nachher für die Säure, Tomatenmark und Wasser. Ein Liter Wasser gebe ich in unseren Wunderkessel, denn wir dämpfen jetzt erstmal, oder beginnen mit dem Dämpfen des Gemüses. Ein bisschen salzen wir das Wasser noch, denn auch der Basmati-Reis wird später darin zubereitet. Die Karotten und die Paprika gemeinsam mit der Ananas in den Varoma geben. Wir mischen das Ganze noch ein bisschen und wenn ihr wollt, dann könnt ihr von diesem 5 Gewürzpulver oder von diesem China-Gewürz da noch so ein bisschen drüber streuen. Ich mache das jetzt nicht. Ich denke, ich werde im Nachhinein dann noch mal ein bisschen abschmecken. Wir stellen den Varoma schon mal hier oben auf den Thermomix, denn das marinierte Fleisch und den marinierten Tofu, den legen wir jetzt auf den Varoma-Einlegeboden. Oh mein Gott, werden jetzt einige von euch zu Hause sagen, Fleisch und Tofu auf einem Einlegeboden nebeneinander. Ist das nicht ein Affront gegenüber den Vegetariern, die dann sagen, wir müssen immer das essen, was die Karnivoren speisen? Ja, ihr habt recht, das würde ich auch sonst nicht tun. Aber da wir jetzt euch nur zeigen wollen, dass man zwei Gerichte machen kann, machen wir das auch in einem. Ja? Jana ist die Vegetarierin unter uns und die sagt, mir ist das völlig egal, mach den Tofu da drauf, guck mal, dass ein bisschen getrennt ist, dann passt das. Also, zu Hause koche ich auch mit zwei verschiedenen Töpfen, wenn ich für meine vegetarische Tochter koche. Und für mich, der ich nur so ein Viertel Vegetarier bin. Ich verteile das jetzt so mit dem Löffel hier drauf, damit ich noch so ein bisschen was von der Soße übrig habe. Damit kann man natürlich nachher auch schön nachwürzen. Oh, das riecht richtig gut mit diesem Knoblauch und dieser süßen Sojasauce. Das ist echt fantastisch. Ganz wichtig, ne, ich hebe es mal so ein bisschen an. Also hier ist wirklich eine Mauer. Eine Mauer aus nichts. Da ist Platz dazwischen. Das Ganze kommt jetzt hier drauf. Achso, ihr solltet auch darauf achten, auch nochmal hier so ein Tipp von mir, dass hier auch noch so ein paar Luftlöcher frei bleiben. Also man kann das so ein bisschen verteilen hier. Es gibt auch so Dinger, die man reinstellt. Auch hier gehen die Meinungen auseinander. Der eine sagt, das bringt's, der andere sagt, das bringt's nicht so wirklich. Wir machen es jetzt ohne, einfach aus dem Grund, weil ich es nicht da habe. Deckel oben drauf. Und das Ganze wird jetzt 30 Minuten gedämpft, gedampfgart. Warum mal? Gedampftisiert.
Allerdings müssen wir ja zwischenzeitlich auch den Reis noch einhängen. Der Basmati-Reis braucht etwa 15 Minuten. Das heißt, ich stelle jetzt auf 15 Minuten Baroma Stufe 1, hänge dann den Basmati-Reis rein und dann lasse ich nochmal 15 Minuten laufen. Ihr solltet vielleicht bei eurem Reis gucken, ob der länger braucht, dann entsprechend die Zeit anpassen. Ich melde mich jetzt nach 14 Minuten und 52 Sekunden wieder. 15 Minuten sind um. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir diesen Baroma hier irgendwie runterkriegen, ohne da zu viel zu versauen. Man kann ja perfekt eigentlich auch immer den Deckel nehmen. Der eignet sich ja hervorragend so zum Abstellen. Jetzt stellen wir den Basmati-Reis rein. Das sind 200 Gramm. Den sollten wir jetzt allerdings noch mal wässern. Das heißt, ich mache einmal den Messbecher drauf, lasse einmal kurz hier auf Stufe 10 laufen, dass der Basmati-Reis gewässert ist. Denn sonst wird der Reis doch ein bisschen zu knusprig. Ich finde, es riecht schon mal sehr, sehr gut. Und für alle die, die Angst haben, dass Fleischliches oder fleischliche Marinade ins Gemüse tropft, die kann ich bestätigen, natürlich. Aber wir wollen euch ja nur zeigen, auch, dass es auch eine vegetarische Variante gibt. Essen tue wahrscheinlich eh nur ich und Hanna so ein bisschen. Und die sagt, mir ist das egal fürs Experiment. Alles für den Wunderkessel. Weitere 15 Minuten werden hier gekocht. Varoma Stufe 1 und dann melde ich mich wieder. Bis dann. 30 Minuten sind vorbei. Auch wenn man glauben könnte, wir haben jetzt morgens angefangen und mitten in der Nacht sind wir endlich fertig wegen der Lichter. Es ist wirklich gerade ein bisschen dunkel geworden und ich bin nicht mehr der Jüngste und deswegen machen wir lieber das Licht an, bevor ich mich irgendwo in den Rezepts und Mengenangaben verlese. Der Schritt, der jetzt kommt, ist eigentlich relativ simpel. Wir nehmen das Gemüse, das Fleisch und den Reis aus dem Kessel und stellen das Ganze warm. Diejenigen von euch, die den Kanal abonniert haben und schon einige Folgen gesehen haben, die wissen, mein Warmstellen ist immer das Ganze komplett so in den Backofen. Und genau das werde ich jetzt tun. Reis, Gemüse, Fleisch und Tofu. Jetzt kommen wir endlich zu unserer Soße, denn zu einem scharfsauren Gericht gehört natürlich auch eine scharfsaure Soße. Ich habe die Marinade ja eben aufgefangen, also den Rest von der Marinade aus der anderen Schüssel auch hier rein. Wie gesagt, wir kochen ja jetzt nicht für Vegetarier, außer für einen, der sagt, es ist mir egal, das bisschen passt. Wir strecken das Ganze nochmal so ein bisschen mit 200 Milliliter Wasser. Das rühren wir dann um und dann kommt das hier in den Wunderkessel hinein. Außerdem der Ananassaft aus der Ananasdose, das sind so etwa 200 Milliliter in der Regel. 40 Gramm braunen Zucker habe ich hier noch in einem Pokal. Tomatenmark kommt ebenfalls rein und davon 70 Gramm. Ah, ich kann das natürlich jetzt gar nicht abmessen. Muss ich mal aufstellen hier. Also manchmal ist es ganz praktisch, wenn man den Kessel aus dem Gerät rausnimmt. Ich finde das immer ganz cool, aber wenn man abwiegen will, ist es natürlich Quatsch. Das andere Zeug war ja schon abgewogen. Das hier muss ich jetzt abwiegen. Also 70 Gramm Tomatenmark. Wieder möglichst ordentlich ausdrücken hier, dass man die Tube nachher schön aufrollen kann. Das hier ist Balsamico. Und zwar dieser Condimento Bianco. Davon machen wir 40 Milliliter hinein. Und dann nochmal 40 Milliliter hier von unserer süßen Sojasauce von dem Ketchup. Es kommen noch 20 Gramm Speisenstärke hinzu. Chiliflocken kommen noch in den Kessel. Ich nehme da jetzt wirklich nur so einen halben Teelöffel von. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen, wenn ihr es gerne hotter mögt. Und Salz kommt ebenfalls rein. Ein Teelöffel. Den Butterfly oder den Schmetterlingsaufsatz. Den setzen wir jetzt hier drauf. Und dann wird das Ganze bei 100 Grad 6 Minuten auf Stufe 2 gekocht, erhitzt, wie auch immer. Bis gleich. Palim palim, die Soße ist fertig. Und so von der Konsistenz her sieht die echt aus wie beim Asiaten. Schön sämig. Ich mache das jetzt hier in das Gemüse. Ach, das kann man natürlich schlecht sehen. Hier habe ich den Reis davor gestellt.
habe schon mal alles rausgeholt. Ich mache das, kippe das jetzt hier in das Gemüse rein, also sprich die Karotten und die Ananas und natürlich auch die Paprika. Den Schmetterling lege ich mal raus, damit wir hier alles schön rausbekommen. Ich vermische das Ganze. Könnte man natürlich auch mit dem Salatbesteck machen, aber Wunderkessel-Fans wissen, Salatbesteck ist hier immer schwierig. Das wisst ihr, wenn ihr den Kanal abonniert und euch regelmäßig mitteilen lasst, wenn wir hier neue Rezepte rausbringen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, da unten gibt es so einen Button, da steht drauf Abonnieren. Ja? Wenn der bei euch jetzt noch nicht aktiviert ist, tut das auf jeden Fall und drückt auf die Glocke, damit ihr wisst, wenn es ein neues Rezept gibt. Weil wir machen hier wirklich lustige, schmackhafte und vor allen Dingen einfache Gerichte aus dem Thermomix, unserem Wunderkessel-Forum. www.wunderkessel.de, solltet ihr mal reinschauen. So, jetzt esse ich. Genug gelabert. Ich bin ja der Meister des schönen Telleranrichtens. Ihr kriegt ja nachher nochmal ein Foto eingeblendet, wo das wirklich toll drauf aussieht. Das ist nicht der Teller, den ich anrichte. Das ist der Teller, den die liebe Hanna anrichtet, weil die kann es wirklich. Ich mache ja immer nur so kleine Probierportionchen und die Hanna macht dann die Bilder, die ihr dann nachher auf dem Foto seht. Also wenn man sich so die Menge anschaut, was ich jetzt hier gemacht habe, ne, das Fleisch und auch das ganze Gemüse und der Reis, das ist schon eine ordentliche Portion. Also ich denke, mit 3 bis 4 Leuten wird man da ordentlich satt. Ich habe jetzt beides drauf gemacht. Einmal das Hühnchen und einmal den Tofu. Anfangs hatte ich, glaube ich, den richtigen Namen dieses Gerichts genannt. Es heißt nämlich scharf-süß, ja, oder süß-scharf und nicht scharf-sauer. Das nur dazu. Mmh. Wobei man den Essig auch gut rausschmeckt. Aber die Soße ist eher scharf als sauer. Das muss man sagen. Für mich könnte da noch ein bisschen Chili rein, weil ich es gerne scharf mag. Jetzt wird es interessant. Jetzt vergleiche ich einfach mal direkt die vegetarische oder sogar vegane Variante mit dem Hühnchenfleisch. Ich esse also zuerst mal das Hühnchen. Die Marinade ist exakt die gleiche. Und das phänomenal mit dem Ingwer, finde ich super gut, aber schmeckt wie Hühnchen. Die Marinade ist echt gut, also muss ich wirklich sagen. Mhm. So, ein bisschen neutralisieren mit Reis. Der ist auch perfekt geworden im Thermomix, Wahnsinn. So, und der Tofu. Mhm. Ist von der Konsistenz her natürlich anders als das Hähnchen. Ich glaube, oh ja, der Tofu hat einfach mehr Geschmack von der Marinade angenommen. Das ist halt dem Tofu so eigen. Das ist übrigens auch ganz normaler, schnittfester Tofu. Man kann auch Räuchertofu nehmen, dann hat man diese Räucheraromen noch mit drin. Aber auch das schmeckt richtig, richtig gut. Alles in allem ein sehr, sehr leckeres Gericht, sehr außergewöhnlich. Es ist halt ein Gericht chinesischer Art, würde ich jetzt mal sagen. Ob jetzt vegetarisch, also in dem Fall sogar vegan oder mit Hühnchen, das bleibt euch überlassen. Ich bin mal gespannt, was ihr für Erfahrungen damit macht. Wenn ihr es nachkocht, schreibt mal runter in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Auch wenn es euch nicht geschmeckt hat, dürft ihr natürlich auch schreiben. Aber ich glaube es nicht, ist nämlich echt lecker. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit.